ihr Lieben, wir machen heute was ganz Schnelles, Einfaches, aber super lecker ist es dennoch. Und darauf kommt es ja vor allem an. Aber dennoch ist es nicht schlecht, wenn man auch mal schnell was machen kann, wenn sich kurzfristig jemand ankündigt. Und zwar habe ich mir jetzt 3 Quadrate aus dem Blätterteig ausgeschnitten, weil ich einfach jetzt nicht mehr brauche. Habe ich mir einfach 3 ausgeschnitten. Und dann brauchen wir, und zwar einmal ein Eigelb, dann haben wir dann 22 Gramm Zucker, das habe ich da schon mit dazugegeben. Hier habe ich 110 Gramm Quark, dann brauchen wir 3/4 Esslöffel Puddingpulver, also Vanillepuddingpulver habe ich jetzt. Das ist Puddingpulver, also den man zum Kochen nimmt, also nicht kalt anrührt. Und dann haben wir für jedes einzelne Teil noch eine halbe Aprikose. Ihr könnt natürlich, wenn ihr keine Aprikosen wollt, könnt ihr natürlich auch Erdbeeren nehmen, Himbeeren, Blaubeeren, Brombeeren, was es alles gibt. Nur weil ich jetzt noch nie was, glaube ich, mit Aprikosen gemacht habe, habe ich gedacht, ich nehme jetzt Aprikosen. Und genau, dann tun wir den Blätterteig einfach mal auf die Seite, denn da das so schnell geht, habe ich den Ofen jetzt auch schon mal auf 200 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Dann geben wir jetzt einfach zu unserem Quark das Eigelb und den Zucker. Und dann, wie gesagt, noch so 3/4 Esslöffel Puddingpulver. Das tun wir jetzt erstmal verrühren. So, dann geht es schon weiter. Und zwar geben wir jetzt einfach hier einen Klecks in die Mitte. Dann tun wir einfach die Enden hier so zusammenlegen. Und obendrauf kommt dann einfach eine Hälfte von unserer Aprikose. Und so machen wir das jetzt mit den anderen auch. Fast hätte ich es vergessen, wir brauchen auf jeden Fall noch ein verquirltes Ei, um den Blätterteig zu bepinseln. So, einfach hier so die Ränder. Und jetzt kann das Ganze ab in den Ofen und mit dem restlichen Ei und das Eiweiß, was wir ja noch übrig hatten, kann man dann einfach Rührei machen, zum Beispiel. Und wie gesagt, das geht jetzt erstmal ab in den Ofen. Während unsere Teilchen jetzt im Ofen sind, können wir jetzt einfach schon mal die Glasur anrühren. Da habe ich jetzt einfach ein bisschen Puderzucker in die Schüssel gegeben. Gebe jetzt ein bisschen Wasser dazu. Ihr könnt es auch mit Zitronensaft anrühren. Und dann müssen wir einfach gucken, dass wir so eine schöne Konsistenz haben, nicht zu flüssig und nicht zu fest. Ist eigentlich schon ganz gut, aber einen kleinen Schuss gebe ich noch rein. Und die Aprikosenmarmelade übrigens, die tue ich dann, bevor wir sie brauchen, noch kurz erhitzen, damit man sie einfach besser verstreichen kann. Also hier habe ich jetzt keine Mengenangabe, weil ich tue das ja eh nur so ein bisschen besprenkeln. Ich habe das einfach so, willkürlich einfach so, was wird es gewesen sein, 2,5 Esslöffel oder so ungefähr. Aber das ist ja auch Ansichtssache, ob man es intensiver mag, dass man mehr drauf gibt oder weniger. So ist es richtig. Und dann geht es gleich weiter. So, jetzt sind so 25 Minuten vergangen. Allerdings guckt am besten nach eurem Ofen auch. Also ich kann da jetzt nicht genau sagen, dass es bei euch genauso lange dauert. Wenn, dann würde ich eher denken, dass es vielleicht ein bisschen weniger braucht. Dann habe ich hier, wie gesagt, die Aprikosenmarmelade ja ein bisschen erwärmt. Und da tun wir jetzt einfach hier so ein bisschen den Blätterteig noch mit einpinseln. Ich glaube, da brauche ich mal 2 Hände.
So. Und dann haben wir ja noch unseren Puderzuckerguss. Das stand ja ein Weilchen, deswegen heißt es nochmal kräftig umrühren. Dann besprenkle ich das jetzt gerade so. So sieht das Ganze dann aus. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt viel bringt, wenn ich das Ganze hier mal anschneide, weil es ist ja relativ flach. Aber schaden kann es ja auch nichts. Also ihr hört, es kracht schön. Und so sieht das Ganze dann aus. Und ja, dann kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!